Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Wie bereits gesagt, ich habe seit dem letzten Mal das ganze Zeug verkauft, was wir noch besessen haben. Und bei diesem Trödler habe ich auch gleich etwas gekauft, was wir sicher noch brauchen werden, nämlich eine Schaufel. Wir sind so gut. Ja, schauen wir mal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sie noch brauchen werden. Ich kann mich erinnern, irgendwann mussten wir mal irgendwas aufgraben. Es tut mir leid, Madame Tussaud. Ich wollte dich nicht umbringen, aber du Idiot hast mich angegriffen. Was hätte das gebracht, die Dolores auch noch umzubringen? Hätte das den Fluch vielleicht gebrochen? Wer weiß, da ist auf jeden Fall ein Typ, mit dem wir noch nicht gesprochen haben. What can I do for you, sir? Weil wir bis jetzt immer nur dran vorbeigelaufen sind. Who might you be? Oh, excuse my rudeness, sir. My name is Simon Plough. I'm a bit distracted as I'm in a bit of a fix. What is your problem, sir? I've recently inherited these warehouses here, and I need to sell them to pay off my debts. But I have a rat problem, a big rat problem, okay? And no one will purchase them from me until the rats are eradicated. How much would you pay for me to do away with these rats? That is the problem, sir. I have no money, and I need the money. I need the money the sale of these properties would give me desperately. You can take whatever you find as you're dealing, as you're cleaning them out as your payment, if you like. There should be at least a few valuable odds and ends of a technological nature. Naja, wir sind gute Freunde, außerdem wollen wir XPs. Thank you, please inform me when the rats are all dead. Goodbye. Na dann, töten wir ein paar Ratten. Sollte ja wohl nicht das Problem sein. Ah, vielleicht hätte ich mir eine Rüstung anziehen sollen. Ich bin doof. Und vielleicht hätte ich vorher zaubern sollen. Aber es geht alles schnell. Na super. Jetzt muss man von diesem blöden Zwerg anhören, dass ich ein schlechter Kämpfer bin, oder wie? So, das muss ich mir von niemandem sagen lassen. Könnten wir eine Wall of Fire hier heroben machen? Ach so, warte mal. Es hängt wieder das Spiel. Ich weiß nicht genau warum, aber manchmal hängt das ziemlich. So. Das bringt auf jeden Fall XPs. Wo ist der Zwerg eigentlich hin? Das Schwert tut ihm ganz gut. Der haut ganz schön drauf jetzt. Na okay, andererseits, das sind nur Ratten. Zwerg? Wo bist du? Was ist locked? Das ist auch locked. Wie soll ich denn dort die Ratten entsorgen, wenn da überall zugesperrt ist? Ah, da
da ist ein Metal Casing. Damit kann unser Zwerg einen Fallenentschärfer machen. Ich bin mir nicht sicher, aber diese Dinger da nehme ich echt nicht mit. Freund und Zwetschgenröster. Have you rid my warehouse of rats yet? No, I have not. Please make haste of your work. Wie soll ich das machen? Ich komme nicht rein. Ach Gott. Hat er mir keinen Schlüssel gegeben? Vielleicht hätte ich... Das ist jammed. Da kommen wir auch nicht rein. Na toll. Gibt es irgendwo Eingänge, wo wir reinkommen? Na, ich glaube, da kommen wir nirgends rein. Wir müssen schon da reinkommen. Na gut, dann lassen wir das den Virgil machen. Zwerg, falsche Richtung. Ich hoffe, wir haben halt keine Fallen oder so. So, Dynamit hätten wir aber noch, falls das nicht aufgeht. Repair, disarm, pickpocket, nein, nicht pickpocket. Crowding, pickpocket, disarm. Ah, ich weiß schon wieder. Und den Dietrich. So ein Fehler. Das ist alles so mühsam. I will handle that for you, sir. Na gut. Oh, jetzt sind die Tors jammed. Sprengen wir es auf? Der hätte uns sicher einen Schlüssel geben können. Da kommt's rein. Kommt ihr bitte? Ich möchte nicht, dass ihr wieder in die Luft fliegt. Nur weil ihr daneben gestanden seid. Na, immerhin ist das daneben auch gleich offen. Achso, nein, das war ja gar nicht verschlossen. Wir brauchen mehr Dynamit. Das hilft immer. Kannst du überhaupt Lockpicking? Virgil. Naja, wurscht. Wir brauchen jemanden, der besser lockpicken kann. Oh, das ist wirklich ein... Könnten wir bitte so machen, das Ganze? Au, hörst du auf, mich zu treten, du Maus? Dicke fette Ratte. Naja, dann Ratte.
Komm zurück. So, sollen wir warten, bis die wieder da sind? Nö. Aber dafür kommen wir dem 10. Level näher, wenn wir diese dicken Ratten erledigen. Oh, die Ratte ist klug, sie rennt aus dem Feuer raus. Ist das arg? Ah! Wollte ich nicht. Naja, wurscht. Diese Ratte war doof. Ja, und ich dachte, der Zwerg macht gar nichts. Hinter dieser Ratte her. Ja. Was soll ich tun? Könnten wir auch treffen? Danke. Wir haben keine Energie mehr. Wir sollten besser nicht. Wobei andererseits machen wir zuerst das. Und dann machen wir eine. Genau deswegen. Da ist nämlich diese Ratte da auch drinnen. Ausgezeichnet, meine Herren. Wir sind fast auf Level 10. Und da sind noch ein paar Ratten.
der ist hier weg. Ja, und denen ist die Mauer natürlich genauso im Weg. Super gemacht. Hey, ein kritischer Schaden. Na hey, hörst du auf, meinen armen Zwerg anzugreifen? Wozu habe ich dir eigentlich dieses schnelle Schwert gegeben, wenn du dann nur einmal angreifen kannst pro Runde? Virgil. Das ist nicht in Ordnung. Ah. Und warum schlägst du dann auch noch dich? So, noch mehr Ratten. Ja, wir hören sie. Was ist das? Das schaut ja noch größer und gefährlicher aus. Das soll zu uns kommen. Genau. Da ist ja noch so ein Riesenviech. Au. Hört sie auf mich zu hauen? Und da kommt die Ratte wieder. Sie mag ja vielleicht wegrennen. Aber sie entkommt uns nicht. So, ein bisschen was brauchen wir noch? Aber ich glaube, durch das, dass wir das aufgemacht haben, schon wieder lockt. Könnten wir bitte einen Schlüssel für da herinnen haben? Vielleicht können wir ihn stehlen, der hat ihn sicher einstecken. Das ist ein Fehler im System. Ich kann mich erinnern. Wenn ich das erste Mal gespielt habe, da habe ich sicher einen Schlüssel gekriegt für das Lagerhaus. Schauen wir mal. Nö, der hat keinen Schlüssel. Your warehouse is free of rats, sir. Thank you so very much. You have helped me more than you could know. I am sorry that I have nothing to give you but my thanks. That is quite all right. Goodbye. Jetzt haben wir für ein paar Dankesworte gearbeitet und für Level 10. Also man kann nichts dagegen sagen, dass es nicht schlecht war. Ah, was heißt Charisma 10? Nein! Warum ist das auf 10? Warum? Warum? Da habe ich eine Wunde. Manchmal kriegt man eine Wunde. Hero of bla bla bla. Was macht das? Injury History. Nein, keine Injury. Nein! Heißt das, dieser Fluch macht Minus auf Charisma? Das kann es ja wohl nicht sein. Arrrr.
Ich habe zwei Punkte, die wollte ich in Charisma und in Persuasion einsetzen. Wie soll ich die jetzt in Persuasion einsetzen? Ärgerlich. Ich will diesen Gypsy-Dingsbums loswerden. Das ist ärgerlich. Mal schauen, ob man die Tante da hinten helfen kann. Diesen Gypsy-Fluch. Das ist schließlich auch so eine Tante. Es tut mir ja leid, es tut mir ja leid. Ich wollte sie nicht umbringen. Das Spiel ist so gemein zu mir. Hallo Tante. Boah, das ist ein cooles Schwert. Das schaut cool aus. Schaut auch so aus, als würde ich es mir nicht leisten können um 7000 irgendwas Euros. Ach, wie Mage Stuff. Es ist alles schrecklich. Warte mal. Ich habe den Crystal Ball noch. Den muss ich der Dings geben. Der besten Tante. Wieso habe ich diesen Ball noch? Ich dachte, die kriegt den. Die sollen sich nehmen. Der hat mir nur Unglück gebracht. Vielleicht, wenn ich sie umbringe, dass der Fluch dann weg ist. Eine riskante Sache. Da rennen irgendwelche Orks rum oder Halborks. Na okay. Schauen wir mal. Wir wandern von einem Ort zum anderen. Das ist alles sehr ärgerlich. Ach weh. Das war so dumm von mir. Ich hätte die Dolores besten. Ich hätte mit dieser Madame Tussauds nicht kämpfen sollen. Die muss diesen Ring einfach, dieses Ding einfach nehmen und aus. Ist zumindest bequemer zum Zuschauen. Das Spiel ist ein bisschen langsam und lahm. Das muss ich zugeben. Ja, früher war das etwas anders mitzuspielen. So, meine gute Frau. Greetings, might I speak with you a moment? Of course, farewell.
Was? Jetzt greift mich die auch an. Ach, wie. Na okay, sie hat zuerst geschlagen. Ich habe überhaupt kein Problem mehr, sie niederzuschlagen. Und immerhin ist die Dings. Ist das. Ich wollte ja nur diesen Dings, diesen blöden Sache geben. Naja, vielleicht. Ist dann der Fluch zu Ende, wenn ich dich kille. Das heißt, you must raise your charisma first. There is nothing to loot. Könnte man bitte diesen Dings streichen? Jetzt habe ich beide Wahrsagerinnen gekillt. Das hat mir genau gar nichts gebracht. Ich werde. Ich bin so arm. Ja, stimmt, Beauty. Hängt davon ab. Wenn man irgendwelche Schrammen hat, dann sinkt die Beauty. Ach, weh. Na gut, wenn wir schon hier sind, dann gehen wir da weiter. Ich glaube, da vorne ist noch der Stonecutter, den wir für den Jared suchen müssen. Am Ende von dieser Vermilion Road. Oh, schau an. Zeug, das wir nicht brauchen können. Nachdem wir jetzt sie schon so böse sind, dann könnte man das auch gleich mitnehmen. Okay, gehen wir mal da her. Irgendwo da war das. Die zoologische Abteilung. Bin ich schon zu weit gegangen? Nö. Na, der ist dann wahrscheinlich noch weiter unten. Da irgendwo. Das sind nämlich wieder Warehouses. Na, jetzt wurscht, wenn wir schon da sind, dann gehen wir auch gleich rein. Schauen wir mal. Vielleicht können die ja meinen Fluch brechen. Flug. Oh, ein Drachenkopf. Before you is a replica of the skull of Belerogrim, the last of the great dragons. The body of Belerogrim was discovered by Sir Walter Ginsberg in 1756. The lair, which houses the complete skeleton, is an open exhibit and can be visited here. A small map shows where it is. Okay. A cave where they discovered Arcanum's last dragon. Na schau an. The plaque reads, this petrified egg was found in the lair of the great dragon. The child inside was only months from hatching before Belerogrim was killed. Na sowas. Ancient iron chest. This plaque reads, this ancient iron chest was unearthed in the lair of Belerogrim. It seems to be older even than the dragon itself. No one has ever been able to open it. Schon mal mit Sprengstoff versucht, damit kann man alles aufmachen. Okay, was heißt zoologische Abteilung? Da geht es nur um einen Drachen.
Und nicht einmal der ist ganz da, sondern sein Kopf. Hm. Junge Dame, können Sie uns helfen? Hello, welcome to the Tarantian Zoological Society. How might I help you today? Just taking a look around. I'm looking for Dr. Tristan Fenwick. Warum? Haben wir den schon mal erwähnt gekriegt? Yes, go ahead. The exhibits are open to public. To the public, enjoy. Thank you. Okay, wir wollen mit dem Tristan Fenwick sprechen. Oh, he's around here somewhere. His office is just here to the right. Take a look around and you're sure to find him. Okay. Sie ist nur dazu da, um mir zu sagen, dass ich da reingehen kann. Hmm, what can I do for you? Who are you? Well, if you must know, I'm the head of this here Zoological Society, Dr. Tristan Fenwick. That's me. At your service and all that nonsense. What does the Zoological Society do? Well, according to the catalogue, we deal with animals and animal life, including the study of the structure, physiology, development and classification of animals. Some would say we just wait the taxpayer's coin. Oh, ein Wissenschaftler also. May I ask if I've... Okay, gut. Das heißt, wir haben später noch irgendwann mal Fragen an ihn. Wir wissen ja jetzt, wo er ist. Bezüglich des Drachen. Da gibt es sicher irgendeine Nebenstory mit dem Drachen. Aber soweit ich mich entsinnen kann, ich habe dort damals nichts gefunden. Vielleicht habe ich einfach nur zu wenig Dynamit dabei gehabt. Dynamit scheint ja die Lösung auf alle Probleme zu sein. So, was haben wir da im Müll? Leider nicht das, was ich suche. So eine kleine Feder wäre ganz gut oder eine große. Ah, die Zeitung können wir auch wegwerfen. Sollen wir da nach hinten gehen? Was gibt es da hinten noch? University Court, Library of Tarant. Naja, schauen wir mal, was die hier so haben für Bücher. Und eine Bibliothekarin. In greetings, allow me to welcome you to the Library of Tarant. Could I interest you in becoming one of our esteemed members? Membership? That is correct. Anyone who wishes to peruse our volumes of knowledge must become a member. The Library of Tarant contains a myriad of books which house many diverse subjects. How much is it for a membership? A lifetime membership costs a mere 1500 coins. Was? 1500? Bist du wahnsinnig, wenn wir das heute von den Leuten verlangen würden, zu viel Membership, würde keiner mehr in die Bibliothek gehen. May I ask for some other questions? How may I be of service to you, sir? Please, could you tell me a little about your facility? This is the Great Library of Tarant. It was created 60 years ago when the king chose to make his extensive library available to the public. King? Tarant has a king? Tarant no longer has a king. The tale is a heartbreaking one. Some would say that when technology began to come into power, it was the king's desire to industrialize Tarant slowly. Others thought the king was holding technology back from the people. Though the kingdom was thriving, the royal court was in turmoil. Okay, go on. Yes, the League of Gnomish Merchants was gaining power. One day the king was found dead. The queen and the prince were missing. Having no heirs, the royal court was disbanded and the Gnomish Merchants Guild took control. Okay, das klingt sehr praktisch für die Gnome.
Madam, may I ask you some other questions? I'll be leaving now. Good day. Dürfen wir die Dinger anschauen? The Orcish Question, Volume 1 und 2. Oh, können Sie lesen, auch ohne Membership. A collection of speeches and letters by Hamilton Demery. Mr. Demery is a solicitor and advisor to and frequent spokesman for Terence, captains of industry. His interlocutor, Mr. Moran, is an elf of high blood, a traditionalist and rather outspoken against the orcs. Of the region's balanced views. Mr. Gustav is a half-orc labor leader from Whitehall, a recognized presence in the efforts to garner better wages and working conditions for the orcs. Ah, okay. Es dürfte eine Diskussion sein über Orcs. Good evening to you all, gentlemen. I hope none of you have been adversely affected by the heavy rains of the last few days. I for one welcome the fresh air we enjoy after a good shower. Today I wish to speak on a topic that will be of greater and greater significance in the near future, and that is orcs. Much has been made of orcish working and living conditions. I am not here to debate whether or not changes should be made. I'm here to raise the question as to whether or not such changes would even make a difference. Orcs are a tremendously wild, violent race. They are born and bred killers, everyone. Allowing them within the city limits, even as day laborers, is asking for the worst sorts of trouble. Appeasing their appetite for violence with higher pay or better housing or less work will simply not work, as they do not lust for property or position as we might. They lust only for blood. Eine sehr stereotype Ansage. We are at the dawn of a new age, an enlightened age. The wonders of technology are improving the lots of every creature, bringing wealth to those who were previously but serfs. Orcs, by their very nature, are unfit for this new age. Our society is advancing rapidly. Unless orcs advance as well, their predilection for evil will cause great strife. I hear murmurs of concern and almost alarm from you, and I understand why. Orc labor is the backbone of many industries. Without their cheap and plentiful work, our way of life would be threatened. This, then, is the orcish question. What are we to do? Orcs, because of their violent nature, will not fit into existing society, and yet we require their labor. We have two options, do we not? Change society to fit the orcs, or change the orcs to fit society. As I have stated, the societal changes that have been proposed today do not address the root cause of the problem, improving blah blah blah. We must bring orcs up to our current standard of civilization. I will be engaging in many debates and discussions over the next few months in order to determine the best way to proceed, and will address this august body again once a working proposal has been identified. Thank you for your time. Letter to Mr. Moran. Your points and concerns are well taken. In response to your musings, I must simply submit that it is our duty as enlightened and right-thinking members of our progressive society to bring civilization to all species. This does not stem from mere altruism and a deep desire to improve the situation of the less fortunate. Indeed, by spreading our mores and values to the world at large, we shall be enhancing the peace and prosperity of all races, ours included. It is our duty, I say. Oh,
Das ist der Dings. Das ist der Ausgewogene. And certainly the technology, blah 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 blah, comes great. It is. With great power comes great responsibility. Oh mein Gott, sie stehlen von Spider-Man. It is our responsibility as the most culturally and scientifically advanced peoples of Arcanum to ensure our own future and the future of others by elevating the whole. Now, as to the Orcish question in particular, I agree that you are correct and that this species may be completely intractable and unable to advance into modern society in their present state. I suggest that these differences are purely physiological. I put forth that our remarkable scientific achievements may point to the means of a solution. I propose that we begin immediate experimentation upon members of the Orcish race to ascertain the cause of their violent inclination. Oh, Orc-Versuche. Also nicht Menschenversuche, sondern Orc-Versuche. A simple operation, the removal of a malignant gland, perhaps, may be all that is needed to bring individual members of this unfortunate race into an enlightened and more pacified state. Oh, sie wollen ihnen was rausschneiden, damit sie angepasster sind. A structured breeding program might even reveal that such beneficial modifications are hereditary. Oho. Das sind ziemlich interessante Punkte, die man im viktorianischen Europa, beziehungsweise halt auch in der Vormoderne, also am Ende des Industriezeitalters, sehr häufig gehabt hat, dieses Rassendenken. Sie schieben das sehr gut rüber, sondern weil viele Adelige bzw. auch Wissenschaftler der Meinung waren, dass Arbeiter nicht in der Lage waren, klar zu denken und nicht am politischen Leben teilhaben. Also viele Liberale haben so argumentiert, dass man Arbeitern deswegen kein Wahlrecht geben darf. Und die argumentieren das sehr gut. Also das ist echt gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es irgendetwas zur Geschichte beiträgt, aber es ist auf jeden Fall ausgezeichnet, was die den Flavor betrifft. A letter to Mr. Radcliffe. My dear Mr. Radcliffe, you speak of the realm of the gods and of natural selection. Both of these terms help us to explain and comprehend our helpless past. But what I ask you of the boundless future? The gods made the world and us, but we are remaking this world. Why not remake ourselves as well? The era of rational and scientific thought is upon us. Let us not go backwards to our dark superstitious past. Let us move boldly into the future. Natural selection, in theory, helps us to explain why dwarves are short and well suited to mining, and why orcs are strong, vicious warriors, and why elves are well adapted to natural surroundings. It need not be a rallying point for those who are too timid to seize the future. Let it explain the past. But let it not hold us in stupefied awe of nature when we have the means, the knowledge and the wherewithal to define for ourselves that what tomorrow shall bring. I foresee the day when we shall engineer magnificent edifices that reach to the very heavens, blah 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 blah. Every day, if orcs do not fit into this brave new world, because of the bad hand natural selection has dealt them, then why not seek a medical or anatomical solution? Why wait for natural selection to provide us with an orc that better fits for enlightened society? For their benefit and ours, we should act now. For all we know, the cause of our precious natural selection would be to wipe orcs from all existence. I ask you to explain how natural genocide could be more humane than my proposed solution. Now, as never before, we not only understand our world, but are capable of making. Okay. Einer von denen hat Genozid vorgeschlagen. Regards Hamilton Demery.
My dear Mr. Oran, I'm not ignorant of the marvels of magecraft. I have even been witness to the miracle of a resurrection. I do not doubt the utility of powerful magics. I do, however, doubt the ability of magic to survive against the rising tide of technology. Was? Was hat das jetzt mit Orks zu tun? Verdammt! Ah, zu viel Information. Gibt's irgendwas Sinnvolles auch? Oh Gott! History of the Isle of Despair. Hunters Hunted. The Life of Ashton Fernwilter. The Nature of Archaeological Practice. Treatise on the Causes of Disease. Henry Dovan. Aber warte mal, ich muss das Buch zurücklegen. Ich kann das nicht einfach mitnehmen. Die ist sicher grantig auf mich, wenn ich das Buch stehle. Ich bin ja kein Ork. Himmel. Was bringt meine Membership, wenn ich da eh alles lesen darf? Dread Armor and its Origins, Quirin's Poem, Psychological Treatise on Intolerance, Suit from the Gods. Das klingt gut. Na okay, nein. An dieser Stelle werden wir, glaube ich, aufhören für heute. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt da gelesen habe. Da hinten gibt es noch ein Uni-Gebäude. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle wünsche ich euch wieder einen schönen guten Tag. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.